Nach Old Man Logan 1 folgt Old Man Logan 2. Ja, zu Beginn dieser Story ist Logan Mitglied der Extraordinary X-Men, aber er nimmt sich eine Auszeit von ihm. Denn er hat was Privates vor, und zwar ist zu diesem Zeitpunkt die einzige Möglichkeit, zu einem Ort in Kanada zu kommen, namens Kilhorn Falls, den man sonst das ganze Jahr über nur mehr per Hubschrauber erreichen kann. Und dort möchte er hin. Warum möchte er da hin? Ganz einfach. Dort lebte und lebt seine Frau, in diesem Fall noch als Kind, ne? Die Frau, die in der Zukunft vom Hulk getötet wurde, und er nimmt sich vor, sie aus dem Schatten heraus zu beschützen. Ist ja auch nicht das erste Mal, dass er dies macht, und eigentlich geht das immer schief. Ich weiß gar nicht, warum der alte Mann das überhaupt macht. Aber egal. Jedenfalls geht er dorthin. Er wird zwischendurch noch von Erinnerungen aus der Vergangenheit natürlich heimgesucht, wo auch gezeigt wird, wie er das erste Mal auf Moraine trifft. In einem Bunker von Waffe X. Naja. Aber viel wird da gar nicht erzählt. Sie lernen sich kennen, sie verlieben sich dort und ja, und fliehen zusammen, als das Waffe, der Waffe X-Bunker angegriffen wird. Die meiste Punkt dieser Geschichte spielt wirklich in der Gegenwart und wie er eben Moraine als Kind, hier sieht man die Überschneidung, hier wie er sie als Erwachsene kennenlernt und hier eben als Kind. Und ja, sie füttert einen Hund, den denkt, ich füttert darf, aber sie tut es, Mutti hat irgendwas dagegen und naja, ist aber im Endeffekt eigentlich alles geduldet von mir. Nur jedenfalls verschwindet dieser Hund und Logan verspricht, ich suche deinen Hund. Ja, aber von dem Hund ist nicht mehr allzu viel übrig. Er wurde, wie man sieht, getötet. Ja, und damit ist Logan klar, ja, hier ist was im Argen. Und zwar hat natürlich auch wieder jemand mitgekriegt von Wolverines Feinden, dass Logan vermeintlich zurück ist. Den ist natürlich nicht klar, es ist nicht ihr Logan, aber es ist ein Wolverine da. Und den wollen sie natürlich nun erledigen. Und da taucht Lady Deathstrike auf. Mit der Gruppe Reavers. Einer Gruppe Mutanten, Cyborgs, keine Ahnung, was heißt Cyborgs. Und diese bringen nun Tod und Verderben über Kilhorn Falls. Logan schafft zwar den ersten gleich mal außer Gefecht zu setzen und damit die normale Zivilbevölkerung in eine alte Grubenschacht in Sicherheit zu bringen. Problem ist, die Kinder sind nach wie vor in der Schule, also muss er los, Moraine und die Kinder zu retten. Ja, und unterwegs wird er natürlich von den anderen angegriffen. Ja, es folgt halt dann eben die Schlacht, er muss sich mit den Reavern auseinandersetzen, er muss mit Lady Deathstrike kämpfen. Und ja, das Ergebnis ist natürlich viel Blut, viel Verlust. Er wollte das Kind beschützen und hat Mord und Tod über ihre Heimat gebracht und im Endeffekt sogar ihre Kindheit nun damit beschattet. Okay, das Kind ist ihm nach wie vor dankbar. Genauso wie auch die Mutter von Moraine. Aber er selbst kann sich das natürlich nicht verzeihen und sagt sich, das darf nie wieder passieren. Nie wieder dürfen meine Feinde Unschuldige töten und angreifen. Und er nimmt sich nun vor, nach und nach alle seine Schurken zu erledigen. Und natürlich soll er anfangen, Lady Deathstrike machen, die das Chaos verursacht hat. Ja, dann kommt aber erstmal wieder ein kleiner Einspieler. Noch eine einzelne One-Shoot-Story, in der wir endlich sehen, was passiert ist in seiner Vergangenheit, wie die Schurken sich zusammengeschlossen haben und seine Welt erobert haben, wie die Helden gekämpft haben und alle nacheinander gestorben sind. Und ja, hier versucht die junge Jean Grey, also die aus der Vergangenheit, weil die normale ist ja tot, aber die, die aus der Vergangenheit in die Gegenwart gekommen ist, ja, es wird langsam wirklich kompliziert, ihm klarzumachen, das wird nicht passieren. Und Logan sagt nur, es war eine so ruhige Nacht wie heute, an dem es passiert ist. Um 0 Uhr. Und so bricht sie mit ihm auf, Freunde zu besuchen, die Orte zu besuchen, wo eben alles passiert ist,
der Ort, wo Giant Man fällt, und sie stellt fest, es ist nicht passiert. Timescare, es ist nichts passiert. Und weit nach 0 Uhr treffen sie dann noch auf alte Freunde, Jubilee, Steve Rogers, der jetzt wieder jung ist, und vorher irgendwann war alt, jetzt ist er wieder jung, Clint Barton, Hawkeye und oder Puck, keine Ahnung, von Alpha 5. Ja. Und ja, mit denen durchzecht er die Nacht erstmal und dann für den Morgen geht er trotzdem wieder betrübt raus, Jean setzt sich wieder zu ihm und sagt, ja, es war nicht die Nacht, aber es könnte die nächste Nacht sein. Die Angst steckt in ihm drinne, jede Nacht könnte die letzte sein. Ja, die Story, dieser Band holt mich richtig ab. Wir haben diese Prämisse. Er verursacht sich selbst wieder Leid. Und ich liebe Drama. Drama ist für mich das Wichtigste im Comic, und das kommt hier rüber. Er findet seine zukünftige Frau, oder die, die eigentlich seine Frau werden sollte als Kind, und möchte ihr Schutz geben, Sicherheit. Und es läuft daneben und seine Feinde greifen ihn an. Das holt mich schon total ab. Das begeistert mich so an der Story. Ne? Die hat Drama ohne Ende. Es ist traurig und trotz allem holt sein einfach ab. Ich mag's. Ich mag wirklich, wenn die Geschichten eben unter dieser Prämisse entstehen. Auch die zweite Story, die zwar eigentlich nur ein One-Shot ist, wo wir nun erfahren, was in seiner Welt passiert ist. Wo die Helden, wie die Helden besiegt worden sind, aber auch wie er jetzt in der Gegenwart damit leben muss, dass es jeden Tag passieren kann. Einfach genial. Also hier haben wir wirklich diesen Logan eingefangen, den man nach ewig nicht. Weil er war ja immer schon dieser Mensch, der unter seinem Sein leidet, aber hier leidet er richtig und darum perfekt. Also, wenn ich den ersten gerade so empfehlen konnte, sagte, die Handlung ist nie so gut, zwar unterhaltsam, aber eben es bringt einfach nichts. Ist dieses Ding das, was mich richtig abholt? Denn hier hat man Drama drin, Gefühl, aber auch eben den Willen, es besser zu machen, aus der Vergangenheit zu lernen. Ja, super, also weitaus höhere Kaufempfehlung als für den ersten, ne? Ja, Old Man Logan 2, ich fand die super.